Nachdem Herr Lindner schon alles abgeräumt hat, was man je fragen konnte oder wollte, nicht wahr? Werden wir jetzt versuchen, in einem Werkstattgespräch vielleicht doch noch einzelne Punkte herauszufiltern, die möglicherweise zwischen den beiden Herren, weil das ja dann erst ein Dialog wäre, sagen wir, zu einer gewissen Meinungsverschiedenheit führen. Das ist ja dann immer besonders spannend. Aber ich möchte mit, weil Sie die Chance hatten zu reden, alles schon zu sagen, Herrn Jogeschwar fragen. Sie haben in einem bemerkenswerten Artikel, wenn ich das sagen darf, klingt immer so blöd, aber also als ob ich das beurteilen könnte, stimmt nicht. Haben Sie geschrieben, wieder den technologischen Totalitarismus, das ist jetzt einer großen sozialen Bewegung bedürfe, die sich formieren müsse, um gegen diese großen Konzerne anzugehen. Und das, jetzt kommt's, und das sei im Zuge der Neuorientierung für die FDP besonders gut. Da müsse die FDP, sagten Sie, hellhörig werden. Warum eigentlich die FDP? Ich bezog mich in diesem, zuerst einmal schönen Nachmittag im sonnigen Berlin. Also warm ist es hier oben. Ich bezog mich in dem Artikel auf einen Aufsatz, der Martin Schulz hatte einen geschrieben und der hatte eigentlich diese Tür. Herr Jogeschwar, ich wollte ihn nicht erwähnen, hingesetzt. Weil wir doch hier bei einer Stiftung sind, die einer anderen Partei verbunden. Wie hieß sie noch? Wie hieß sie noch? Ich hab's vergessen. Entschuldigung. Der hatte jedenfalls den Hinweis gemacht und Christian Lindner weiß das auch. Mir geht es, ich muss dazu sagen, nicht in irgendeiner politischen Partei. Ich bin Luxemburger Staatsbürger, also ich darf nicht mal hier wählen. Also insofern, wenn Sie jetzt applaudieren, frage ich mich, warum. Aber das kann ich sagen. Herr Löning war mal Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung und deswegen sagt er, da sind die Menschen noch geschützt. Okay, also in anderen Worten, ich verfolge da keine stillen Ziele, aber was ich schon glaube ist, wenn ich mir das betrachte, dass wir in einer sehr aufregenden Zeit leben, in der sehr, sehr viel passiert. Wenn wir einfach mal 20 Jahre zurückgehen, wenn ich mache das so plakativ, ich gebe Ihnen drei Beispiele. Beispiel Nummer eins, vor 20 Jahren gab es in Deutschland Telefonzellen, muss man jüngeren Leuten erklären. Da stand ein Spruch drauf, kennen Sie den noch? Fasse dich kurz, okay? Stellen Sie sich ein heutiges Medienunternehmen vor, ein Telekomunternehmen, fasse dich kurz. Es wäre schön, wenn meine Töchter das tun würden. Also, wir haben einen Wechsel da, das Online-Geschäft, Internet, verändert unsere Welt und glauben wir ja nicht, das wäre die Veränderung, die wir sehen. Wir stehen am Anfang. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ist es so, dass das ganz viele Sektoren des normalen Lebens, der Bürger, der Gesellschaft, der Wirtschaft tangiert. Und ich glaube, es ist immens wichtig, dass eine Partei im Grunde genommen ein Sensorium dafür hat, genau diese Entwicklungen aufzugreifen. Und diese Entwicklungen kreisen immer wieder um ein zentrales Thema, und das ist Freiheit. Und ich glaube, vor dem Hintergrund, dass die FDP die große Chance hat, in den nächsten 4 Jahren sich auch, ich sag mal, neu zu definieren, also wirklich noch einmal rauszukristallisieren, was sind die Fragen, die heute entscheidend sind in unserer Gesellschaft, ist das eine Riesenchance. Und ich würde, was ich ja nicht tue und was ich nicht mal tun dürfte, wenn ich in seinen Schuhen wäre, Christians Schuhen, dann wäre das genau im Grunde genommen die Chance, die ich jetzt greifen würde, zu sagen, wo ist in dieser heterogenen politischen Landschaft, die wir in Deutschland haben, die große Chance, diese Zukunftsentwicklung wirklich zu greifen und dann runter zu destillieren in Handlungsanweisungen, die auch politisch zu einer Veränderung führen. Herr Lindner, Sie haben vorhin die Kartellgesetze angesprochen. Ich will versuchen, ein paar Sachen praktisch zu machen. Also den Überbau haben Sie geliefert. Die Frage ist aber praktisch. Jordan Lanier, das ist der Mann, der den ersten Avatar geschaffen hat, der 1983 das erste Videospiel erfunden hat, der die 3D-Kamera fürs Kino entwickelt hat, der ein Informatiker ist, der sagt, Kartellgesetze greifen nicht. Warum nicht? Weil man Google nicht zerschlagen kann, weil Google ein einheitliches Geschäftsmodell hat. Wie kommen Sie auf die Idee, dass man nicht zu Lasten der Großen, sondern vielleicht sogar auch zu Lasten der Kleinen, dass man mit Kartellgesetzen einem solchen Thema beikommen kann. Teile die Auffassung. Soll ich aushelfen? Ja. Ah, jetzt. Die Regie ist sehr aufmerksam. Ich teile die Auffassung nicht. Ich glaube, dass es kartellmäßig durchaus Instrumente gibt. Erstens ist es möglich, dass natürlich das Geschäftsgebaren in einem Unternehmen, das marktbeherrschend ist, reguliert wird, dann wird es nicht zerschlagen, aber es gibt eben eine Form von Aufsicht. Da
Das kennen wir beispielsweise von Energieversorgern, Wasserwirtschaft, wenn die privatwirtschaftlich betrieben wird, da schaut der Staat auch drauf. Und zum anderen, Herr Kastorf, ich beobachte, dass Unternehmen wie Google und Facebook ja gegenwärtig sehr stark ihre Geschäftstätigkeit ausdehnen. Bis hin dazu, dass die Hersteller gekauft haben, die Drohnenflugzeuge bauen, weil sie damit in der Lage sein wollen, das Internet auch weltweit anzubieten. Ich nehme wahr, dass beispielsweise Google ja nicht nur die marktbeherrschende Suchmaschine betreibt, sondern auch das marktbeherrschende Videoportal YouTube. All das sind Punkte, wo Kartellbehörden schauen können, gibt es hier eine marktbeherrschende Stellung, wie wird mit den Daten umgegangen. Ich will übrigens deutlich sagen, dass ich nicht jetzt schon aktiv die Zerschlagung fordere. Ja. Das muss man sich nochmal ansehen, aber die Kartellbehörden müssen es in den Blick nehmen. Ich fordere es deshalb nicht, weil ich nicht ausschließe, dass es nochmal disruptive Entwicklungen gibt, die die ganzen Märkte umdrehen. Vor einigen Jahren war Yahoo führend. Wir haben erlebt, dass es mal ein Unternehmen, werden Sie nicht mehr kennen, gab. Nokia, die haben tolle Mobiltelefone hergestellt, ist heute ein Unternehmen von Microsoft. Die Marke wird untergehen. Also in den Blick nehmen muss man es und dann gegebenenfalls auch entschlossen handeln. Noch einmal zurück, die Wahrheit ist ja konkret. Also Google macht 90% seines Umsatzes mit dem Setzen von Werbelinks. Die kann man nicht unterteilen zwischen Smartphones und anderen, sondern das ist ein einheitliches Geschäftsmodell. Wollen Sie also, dass das Verhalten von Google beurteilt wird durch Kartellamt oder wollen Sie tatsächlich an das Geschäftsmodell ran? In diesem Kernbereich des Geschäfts, das ist nur der Bereich, der nicht YouTube und anderes betrifft, in dem Kernbereich des Geschäfts, ja, in der Tat halte ich es für erforderlich, gegebenenfalls zu schauen, was passiert mit den Algorithmen, wie wird da gehandelt, übrigens auch, wie ist das Pricing-Modell bei den Anzeigen, mit welchen Instrumenten, mit welchen Einflussmöglichkeiten wird hier gearbeitet, um möglicherweise ein Suchergebnis auch zu verzerren. Das ist gegebenenfalls die Aufgabe von Kartellbehörden. Und das sollte gerade übrigens, Herr Kastorf, in Ihrem Interesse sein als Journalist. Ich versuche nur einen Dialog zwischen Ihnen beiden herbeizuführen. Ich spiele hier keine Rolle. Ich will das nochmal aufgreifen, denn ich denke, bevor wir zu Kartellbehörden gehen, wenn man sich das mal im Detail anschaut, und da mache ich der Politik nicht nur der einen Partei, sondern allen Parteien ein Vorwurf ist, sie haben nicht gehandelt. Ich mache es sehr konkret, 1995 saß ich mit damals Herrn Kanter, der war Innenminister in Bonn, und es gab das erste Internetforum. Damals gab es eine interessante Tatsache, nämlich, dass es Internetdienstleister wie CompuServe gab. Und wenn man Mitglied bei CompuServe war, dann unterschrieb man, dass man den Bundesgesetzen des Bundesstaats Columbus, Ohio, genügt. Heute hat sich an diesem Zustand nichts verändert. Das heißt ganz konkret, wir leben in einer Gesellschaft, in der die gesamte digitale Infrastruktur US-amerikanisch ist, zum größten Teil. Google, Facebook, Apple, Microsoft, und ich kann die Liste lange fortsetzen. Und wir fangen schon damit an, dass wir juristisch keine Handhabe haben. Ich mache das sehr konkret an Beispielen. Meine Kinder waren plötzlich bei Wikipedia, traten die namentlich auf. Da habe ich gesagt, Leute, das geht nicht, das kann man nicht machen, öffentliche Person, das ist zu hoch, das Risiko. Dann habe ich den Bundesdatenschutzbeauftragten kontaktiert, das war vor etwa 8 Jahren, und dann schrieb er mir zurück mit einem Achselzucken, er könne nichts machen, warum? Wikipedia ist eine US-amerikanische Stiftung und sozusagen der rechte Raum liegt in den USA, nicht hier. Das heißt, bevor ich auf kartellrechtliche Verfahren eingehe, ist die erste Forderung für mich, eigentlich genau das zu sagen, was die Bundeskanzlerin gesagt hat, in Deutschland gilt deutsches Recht. Und bitteschön, das möchte ich dann auch. Ich möchte eine rechtliche Handhabe für eine Infrastruktur, die ich hier in Deutschland nutze und die den deutschen Gesetzen, Werten etc. entspricht. Aber wie soll das gehen, wenn es doch, sagen wir mal, auf amerikanischen Servern abläuft? Ja, ich komme darauf. Der zweite Punkt für mich ist, wir sind in einer sonderbaren Weise untätig in Europa. Die gesamte Freiheitsdiskussion wäre eine völlig andere, wenn Europa eine Alternative hätte. Die haben wir nicht. Wenn wir uns das mal in den letzten Jahren anschauen, und man kann sagen, ob Nokia oder Siemens, wir haben sehr viele europäische Firmen verloren. Es ist heute so, dass der größte Teil der Internetinfrastruktur in US-amerikanischer Hand steckt. Das gilt nicht nur für Cloud-Services, die in den USA sind, das gilt für Hardware, das gilt für
den Computerchip, den ich in meinem Handy habe, wo ich nicht weiß, was da wirklich drin ist. Das gilt für Betriebssysteme und das ist per se ein Zustand, den ich kritisch sehe. Man sich einfach vorstellt, vor etwas über 100 Jahren, als die Elektrifizierung Berlin anfing zu erhellen, wäre die Elektrizität nur aus den USA gekommen, mit E-Werken in den USA, hätte man sehr schnell gemerkt und gesagt, stopp mal, da müssen wir was ändern. Das hat nichts gegen die USA zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wir müssen mündig werden. Und der dritte Punkt ist, wir müssen als Europäer anfangen, eine Haltung zu haben, die auf gleicher Augenhöhe liegt wie die Amerikaner. Sie haben vorher die Bundeskanzlerin angesprochen, die demnächst in die USA reist. Wir haben von No-Spy-Abkommen gesprochen, von Safe-Harbor-Abkommen. Das ist alles für mich atemberaubend, wenn man sich, und das kann nun wirklich jeder tun, etwas genauer mit der US-amerikanischen Gesetzgebung auseinandersetzt. Ich mache es sehr klar, auch sehr präzise. Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA Act 2008, Section 502. Sie können das dann genau nachlesen. Hab ich zur Not hier. Okay. Darin wird nämlich etwas ganz klar gemacht in den USA. Die amerikanische Gesetzgebung unterscheidet zwischen US Citizens, US-Bürgern und uns, den anderen. Und für die anderen gilt keine Privatsphäre. Das ist der rechtliche Status. Und das ist nicht irgendwie erfunden, das ist auch nicht Polemik, das lässt sich nachlesen. Das heißt, wenn ich in eine rechtliche Situation hineingehe, bei der das der Status quo ist, ist jedes No-Spy-Abkommen eine Farce. Ich habe eine, vielleicht Bitte an die Bundeskanzlerin, dass sie ihrem Kollegen Obama nur sagt, ich beantrage für mich als Europäer dieselben Datenschutzrechte wie ein US-Amerikaner. Das, glaube ich, kann jeder nachvollziehen und das würde zur Folge haben, dass dieses FISA-Abkommen unter anderem sehr schnell abgeschafft werden müsste. Sie dürfen klatschen, wenn Ihnen das gefällt. Herr Lindner, eine Frage, die mich gerade bewegt hat, als ich das gehört habe, also zwei haben mich bewegt. Die eine, reden Sie noch regelmäßig mit der Bundeskanzlerin oder ruft die mal an und sagt, Mensch, Herr Lindner, wir sollten doch den Gesprächskontakt nicht ganz verlieren. Wir sind ja unter uns, also er kann ruhig offen sein. Ist ja Politikern eigen, so dass wir unter uns, es wird ja auch nicht getwittert, nicht wahr? Und nicht gepostet irgendwo? Nein, 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 nein. Das ist das eine. Das andere ist, wie soll man eigentlich mit rechtsstaatlichen, nationalstaatlichen Mitteln etwas begrenzen wollen, was international üblich ist? Also zum einen bitte ich um Verständnis, wir reden die ganze Zeit hier über Privatsphäre und Sie wollen wissen, mit wem ich telefoniere. Ja, sonst werden Sie es nachher auf Facebook veröffentlichen, das wäre ja dann auch doof. Nein, Twitter. Nein, heute hat Angela wieder angerufen. Ja, ja, keine Angst, da bin ich ganz vertraulich, also wenn Sie sich an mich wenden, ich gucke mal Sie können sicher sein, ich werde dann nicht öffentlich darüber berichten, dass Sie mir Ihre Sorgen mit Ihrem Koalitionspartner mitteilen. Also darf jeder gerne hierzu. Zu Ihrer Frage. Das ist nicht ehrenrührig. Entschuldigung, ich muss nochmal nachfragen. Nein, das würde mir niemand verzeihen, wenn ich das nicht täte. Der ruft Sie klar, nicht nochmal an und sagt, aber Mensch. Spaß beiseite, Herr Kastorf. Wenn man im politischen Berlin beginnt, über bilaterale Beziehungen zu sprechen, wann man mit wem gesprochen hat, von wem SMS bekommen hat, okay, dann hat man im Grunde schon die Vertrauensbeziehung gekündigt. Ich verstehe. Ich verstehe. Die Antwort haben Sie auch verstanden, nicht wahr? Gut, danke. Weiter, jetzt. Ich weiß nicht, was Sie jetzt dahinter bringen. Nein. Naja, wir haben alle verstanden. In der Sache, ich sehe es, was die Kartellmöglichkeiten in Europa angeht, um das nachzutragen, anders. Wir hatten den Fall Microsoft, ist auch ein amerikanisches Unternehmen. Da gab es ein Kartellverfahren und das könnte man jetzt auch machen. Nur mein Eindruck ist, die werden mit Samthandschuhen angefasst, die ganzen Multimilliarden-Dollar-Online-Konzerne, mit Samthandschuhen. Und wissen Sie, ich bin überhaupt nicht gegen Unternehmertum. Aber ich will klare Regeln der Marktwirtschaft haben. Und die müssen auch für die Multimilliarden-Dollar-Unternehmen gelten. Da muss der Gesetzesbefehl ausgesprochen werden, wenn es darum geht, Märkte offen zu halten und persönliche Freiheitsrechte zu schützen. Und da darf die Kommission in Brüssel und die Bundesregierung nicht weiter mit Samthandschuhen arbeiten. Halt. Aber das ist wohlgesprochen, Löwe. Das Problem ist nur, dass die technische Entwicklung, haben wir ja eben festgehalten, haben Sie selber gesagt, weiter voraus, als jede gesetzgeberische Tätigkeit hinterherkommt. Also bleibt das, was die großen Unternehmen wie Google behalten wollen, immer noch die Algorithmen,
bei Ihnen und Sie werden, weil Sie das ja auch manipulieren können, das weiß ja inzwischen auch jeder, werden immer das behalten wollen und behalten können, was Sie jetzt schon neu entwickelt haben. Ja, Sie haben natürlich recht, dass das eine mühsame und schwierige Aufgabe ist, die nicht leicht zu lösen ist, die viel technische Expertise erfordert. Ja, nur ich will mich lieber dieser mühevollen Aufgabe stellen, als mich vorab schon zu unterwerfen und zu sagen, okay, wir kriegen den Geist nicht mehr in die Flasche. Und jetzt will ich gerne noch einen dritten ganz kurzen Punkt machen. Ranga-Yoga Schwar hat recht, was die Vereinigten Staaten angeht und deren Verständnis von bürgerlichen Freiheitsrechten mit Blick auf die eigenen Bürger und uns Europäer. Und da frage ich mich, wenn man nicht zu einer Verständigung kommt, die Frau Bundeskanzlerin jetzt auch wieder mit leeren Händen zu uns zurückkommen wird, wie ich prognostiziere, warum geben wir denen eigentlich noch unsere Daten? Es gibt ja Abkommen für den automatischen Datenaustausch, Bankdaten. Passagierdaten werden ausgetauscht. Es gibt ein sogenanntes Safe Harbor Abkommen, das sieht vor, dass wenn Sie Kunde eines deutschen Unternehmens sind und das einen amerikanischen Kooperationspartner hat und der erklärt, ja, wir behandeln eure deutschen Daten so, als wäre es deutsches Recht, europäisches Recht hier in den USA, dann dürfen die Daten in die USA, ja, glauben Sie daran, dass dann in den USA europäisches Datenschutzrecht berücksichtigt wird? Natürlich nicht. Und deshalb, wenn die USA sich nicht bewegen, in aller Freundschaft, ganz unsentimental, dann wird eben der automatische Datenaustausch eine Zeit lang suspendiert, bis man in den USA erkannt hat, die meinen das ernst in Europa. Es wäre... Ich würde mich freuen, wenn das in die Richtung geht. Ich gebe aber Folgendes zu bedenken. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns wirklich klar machen müssen. Wir sind im Moment bedauerlicherweise in Europa, auch in Deutschland, im Sitz des Beobachters und nicht des Gestalters. Wir haben einfach nicht die Alternative. Ich meine, das Einfachste der Welt wäre zu sagen, okay, wir machen das hier in Deutschland, wir machen das auf deutschen Servern oder europäischen Servern. Wir nutzen sozusagen europäische Infrastruktur. Das Spannende ist, dass wenn Sie einfach ins richtige Leben hineinschauen, Sie heute schon zum Beispiel große sogenannte Cloud-Services haben, das heißt, die Daten sind im Netz und wenn man genau guckt, wo liegen die, dann liegen die auf großen Google-Server-Farmen oder Facebook-Server-Farmen in den USA oder vielleicht in Irland. Wir haben keine Alternativen im Moment und ich glaube, wir müssen zweigleisig vorfahren. Der erste Punkt ist, ja, wir müssen anfangen, Unternehmen nicht wie Staatsoberhäupter zu behandeln. Ich erinnere an François Hollande, der den Google-Chef Schmidt im Élysée-Palast wie einen Staatsobermann empfing und mal nur als Symmetrie an ihren Kollegen Rösler, der in Kalifornien war und vor Apple stand und vom Pförtner abgewunken wurde, nicht reingelassen wurde. Also da haben wir eine gewisse Schieflage, die wir, glaube ich, wo wir drehen müssen. Aber ich bin einfach der Meinung, wir müssen hier in Europa zwei Sachen tun. Das eine ist endlich auf die Hinterbeine kommen und aktiv auch dafür sorgen, dass wir Alternativen haben zu einer US- oder vielleicht in Zukunft chinesischen Infrastruktur. Jetzt sind wir an dem Thema, das ich ganz am Anfang mal ganz kurz erwähnt habe. Also was heißt eine neue soziale Bewegung schaffen? Mit welchen Mitteln? Also wie kann man die Risiken des digitalen Wandels verringern und zugleich seine Chancen nicht verspielen? Ich glaube, was wir tun müssen, ist nicht nur über Risiken reden oder blind, technophil, nur über Chancen. Was wir brauchen, ist eine kompetente Gesellschaft, die aktiv selber gestaltet. In dem Moment, wo sie selber Dinge entwickeln, und das wird die Herausforderung der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein, geht es immer wieder darum, auszutarieren, bis wohin geht der Fortschritt, was wollen wir nicht. Das ist eine Debatte, die wir nicht einmal führen können und dann abschließen. Es ist eine Debatte, die kontinuierlich geführt wird. Wir stehen noch am Anfang und wir reden von Handydaten. Wir werden irgendwann über Medizindaten reden. Im Moment läuft ein großes Experiment zum Beispiel in der Nähe von Groningen in Holland, wo 150.000 Bürger sozusagen in voller Transparenz ihr Leben in eine digitale Sammlung hineinspielen, durchaus mit vernünftigen Hintergründen, nämlich festzustellen, wenn bestimmte Menschen an einer Krankheit leiden oder erkranken, Herzinfarkt bekommen oder so, kann man möglicherweise mit diesen vielen Daten herausfinden, woran liegt das. Das ist durchaus ein Benefit, also man muss das nicht immer verteufeln, das kann auch durchaus hilfreich sein für eine Gesellschaft. Aber es
geht darum, dass Politik oder dass Gesellschaft immer wieder guckt, wo ist der Kurs, was kann man machen, was kann man nicht machen. Das tun wir in Deutschland. Was wir nicht tun, ist aktiv die Ärmel hochkrempeln und einfach sagen, ja, wir machen etwas. So, also alles das, was wir als Risiko empfinden, das sehen wir ja nicht. Also wir posten, also wenn sie es denn tun, posten, schreiben E-Mails, alles. Und kein Mensch macht sich das Risiko bewusst, weil das ja nicht stinkt, nicht raucht, nicht zischt, es beißt nicht. Man sieht irgend so ein Bild und das ist auch okay. Dass dahinter Algorithmen ablaufen, dass eine Programmierung ist, das weiß ja kaum einer. Also wollen Sie, dass wir ein Volk der Programmierer werden? Ich möchte, dass wir den Unterschied zwischen auswählen und entscheiden endlich ernst nehmen. Was wir im Moment machen und wenn wir 10, 20 Jahre weitergehen, möchte ich nicht ein Europa haben, bei dem wir da sitzen und im Grunde genommen nur noch zu Konsumenten werden. Eine Infrastruktur, Tablets bedienen und das geht bis rein zu der Infrastruktur des Lichts. Ich sage das mal ganz konkret. Was im Moment passiert ist, Google hat im vergangenen Dezember die Firma Nest gekauft, ein Hersteller in den USA, der Thermostate macht, sitzt in Seattle. Ich kenne einen, der da arbeitet. Tolles Ding. Glauben Sie im Ernst, in ein paar Jahren werden Firmen wie Gira oder Merten, ich weiß nicht, wen ich noch an Schalterhersteller in Deutschland nennen soll, wenn die noch überleben? Das heißt, wir müssen ganz konkret sehen, wirtschaftlich gesehen wird alles beeinflusst werden von einer IT-Infrastruktur. Und wenn wir nicht ganz schnell auf die Hinterbeine kommen, dann werden wir das Nachsehen haben, rein ökonomisch. Das Zweite ist, wir brauchen eine Kultur, bei der wir uns damit auseinandersetzen, wie wir mit dem Neuen umgehen. Diese Kultur haben wir nicht. Wir haben entweder eine Kultur, die noch so abläuft wie vor 100 Jahren, wo wir irgendwo ein Gesetz für irgendetwas hergießen wollen und eigentlich merken, dass, wie beim Hasen und beim Igel, ja, der eine schon sehr viel schneller ist, also wir nicht nachkommen. Wir brauchen eine andere Art, wie wir diesen Fortschritt gestalten. Was den Punkt Mündigkeit betrifft, ich habe extra ein paar Visitenkarten mit eingepackt. Ich habe eine Bitte an Christian Lindner. Ja, ich sag. Am 10. Das ist was Neues, das hat es noch nicht gegeben. Das hat es noch nicht, naja, hier in Deutschland hat es das nicht gegeben. In den USA hat es das gegeben. Wenn Sie sich die Mühe machen wollen und wenn Sie nach Hause kommen, code.org mal im Internet nachgucken. Die Amerikaner haben etwas gemacht, was bei aller Kritik bemerkenswert ist. Die sind hingegangen und haben gesagt, programmieren, also sich damit auseinandersetzen, ist die Sprache des 21. Jahrhunderts, macht die Bürger mündig. Und es ist atemberaubend zu sehen, mit welcher Resonanz. Ein Jahr lief das, über 3 Millionen Menschen haben sich inzwischen da eingebracht. Alle ein Großteil der Präsidenten, NBA-Spieler und so weiter. Ich versuche im Moment in Deutschland sowas Ähnliches hochzusetzen, werde unterstützt von Fraunhofer. Am 10. Juni ist Kickoff und es geht darum, von sowohl den Parteien, aber auch den Wirtschaftsleuten, also wenn hier welche sind, ich mache Werbung dafür, ich habe persönlich nichts davon, aber es geht darum, da sehen Sie eine Anschrift und verteilen, Sie kommen ja viel rum, Christian, du kommst viel rum, verteile es, denn es geht einfach darum, dass wir eine andere Haltung in Deutschland haben. Das ist das, was mich total nervt. Wir gucken auf die Amerikaner und wir schimpfen. Also nochmal ein Schnupperkurs, um das ganz klar zu machen, ein Schnupperkurs im Verstehen, also übers Programmieren zu verstehen, was eigentlich geschieht. Nicht nur Schnupperkurs, es geht darum, in breiter Bewegung klarzumachen, das ist die Sprache des 21. Jahrhunderts und jeder, ob er, wie gesagt, elektrische Schalter herstellt, ob er Stadtplanung betreibt, ob er sich mit, ich sag mal, Bankdaten oder sonst was auseinandersetzt, muss in der Lage sein, diese Kompetenz zu haben. Wenn wir in Europa diese Kompetenz hätten, würden wir diese Diskussion um NSA und so weiter nicht führen. Haben Sie gesehen, Christian Lindner schreibt auch noch mit Füller. Ist das nicht schön? Ja, ist noch was übrig. Ganz kurz nur, ich möchte das zu Ihnen weiterspielen. Also den Versuch der Sharing Economy. Also wir wollen beteiligen, wir wollen Menschen, sagen wir, ermächtigen, ertüchtigen. Ertüchtigen würde der Bundespräsident sagen, sich an dieser neuen gesellschaftlichen Entwicklung zu beteiligen und möglicherweise ihr Glück zu finden. Also auch Geld, Wohlstand. So, das ist natürlich nicht so ganz so einfach, weil wir ja festgehalten haben, es gibt große Unternehmen. Was kann ein Mann wie Christian Lindner als Bundesvorsitzender der FDP tun? Er könnte zum Beispiel sagen, wir müssen eine Datensteuer erheben. Alle großen
Das ist nicht meine Idee. Das ist die sozialdemokratische Antwort. Nein, 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 ja? Eine neue Steuer. Nein, nein, nein. Nee. Kommt aus Amerika, auch wieder aus Amerika. Kommt aus Amerika, kommt auch wieder von einem Informatiker, der sagt, weil die Gewinne so enorm groß sind und weil sonst niemand dahin kommt und weil sonst keine Gleichheit im Netz mehr möglich ist, muss eine Datensteuer erhoben werden. Jetzt nicht von allen hier, sondern von den großen Unternehmen. Keine Bange, wir wollen jetzt keine Steuerdiskussion führen, aber ich will Sie nur dazu verleiten, jetzt ganz konkret zu sagen, was kann man tun, um dieses Crowdsourcing, Crowdfunding, Sharing Economy möglich zu machen? Das sind ja verschiedene Themen. Also hier bei der Datenbesteuerung, der Vorschlag, der unlängst nochmal in der FAZ prominent platziert worden ist, geht es darum zu sagen, dass große Unternehmen, wir sprechen hier immer über Google, aber andere auch, Daten vorhalten und mit unseren Daten, das ist ja die neue Währung im Internet, hohe Gewinne erzielen, kaum zu regulieren sind, so geht diese Theorie, und dass man deshalb das also besteuern muss. Und wissen Sie was, Herr Kastorf? Keine linke Vorstellung. Wissen Sie, ich will auch deshalb ja auf Folgendes hinaus. Wissen Sie was? Da sage ich jetzt noch nicht Ja oder Nein zu, sondern das muss man genau prüfen und überlegen, ob das ein Zugang ist oder nicht. Da sage ich nicht Ja oder Nein zu. Wer da jetzt schon heute 2014 Ja oder Nein zu sagen kann, der hat sich mit dem Problem auch nicht hinreichend befasst, glaube ich. Was können wir heute tun? Ich bleibe dabei als der alte Ordoliberale, der ich bin. Das Wichtigste sind zunächst einmal die Regeln des Rechts, die auch an den Märkten und für den Staat geschärft werden müssen. Will ich mich nicht weiter wiederholen, ich habe eben was dazu gesagt. Der zweite Punkt ist, da bin ich bei dir, habe ich vor einigen Wochen vorgeschlagen, dass wir in Europa unsere Prioritäten neu sortieren. Wir sind ja nicht zum ersten Mal in einer solchen Situation, wo wesentliche Machtfragen formuliert werden. Wir hatten schon mal die Dominanz von Boeing, hat Europa geantwortet mit Airbus. Es gab einmal die großen Fortschritte der Amerikaner bei Halbleitern. Da hat Europa geantwortet mit dem Esprit-Programm in den 80er Jahren. Dann gab es und gibt es GPS, das militärische amerikanische Satellitennavigationssystem. Und dann hat Europa aus den Agrarsubventionen Milliardenbeträge rausgeholt und hat Galileo, das zivile europäische Satellitennavigationssystem, auf den Weg gebracht, das jetzt bald ausgerollt wird und praxistauglich wird. Und da frage ich mich, meine Damen und Herren, brauchen wir nicht jetzt wieder so etwas, ein Projekt der digitalen Emanzipation Europas? Und Gegenstand dieser digitalen Emanzipation ist für mich nicht ein genossenschaftliches Google, um ehrlich zu sein. Das gibt es auch, die Vorstellung von der politischen Linken. Wissen Sie, warum ich da nicht dran glaube? Weil Sie im Zweifel zur besten Suchmaschine gehen werden. Und man wird nicht zum genossenschaftlichen Google-Konkurrenten gehen mit schlechteren Ergebnissen, wenn man länger darauf wartet, sagt, nee, komm, bin ich beim Kommerziellen. Daran glaube ich nicht, dass man quasi staatlich aus der Retorte da ein attraktives Angebot machen kann. Aber zu diesem Projekt Digitale Emanzipation Europa gehört aus meiner Sicht, dass wir gemeinsame Standards für Kryptographie und Datensicherheit in Europa haben. Das könnte ein weltweiter Exportschlager werden, denn die Kryptographie, die Verschlüsselung, die es gegenwärtig auf der Welt gibt, ist ganz oft mit einer Hintertür versehen. Da kann dann eben doch ein amerikanischer Geheimdienst oder ein chinesischer oder ein russischer reinschauen. Europa könnte das, wie man sagt, Open Source machen als Standard. Dann kann jeder Coder, wie du sagen würdest, sehen, dass es da keine Hintertür gibt. Die Frage einer europäischen Cloud ist zu stellen. Wir werden einen nächsten Schritt in der Computertechnologie mit dem Quantenrechner haben. Da sind die Amerikaner dabei zu forschen. In Europa sind wir da noch nicht intensiv. Nur, ich will auf Folgendes hinaus. Wenn wir über Europa reden, dann gibt es viele Punkte, da wünsche ich mir weniger von dieser paternalistischen Superbehörde in Brüssel. Aber es gibt ein paar zentrale Fragen, da muss Europa seine Kräfte bündeln. Ein Kommissar, der über das Verbot von Olivenölkännchen auf Restauranttischen nachdenkt, der beschädigt die Idee Europas. Aber dass Europa im Bereich der Datensicherheit mehr tun kann und dass wir da gemeinsam erfolgreich sein können, das muss in Brüssel stärker ankommen. Ich will das
unterstreichen. Und ich glaube, das ist vielleicht sogar eine Chance, auch im globalen Wettbewerb, den wir heute schon sehen, aber in den nächsten Jahren noch viel deutlicher sehen. Vor dem Hintergrund NSA, man kann ja sagen, okay, wir sind alle verletzt worden in gewisser Weise, aber was ist die Chance? Ich glaube, die große Chance ist, dass dieser NSA-Skandal nicht nur sich auf Deutschland beschränkt, sondern global sehr viele Kollateralschäden angerichtet hat und sehr viele Nationen heute durchaus kritisch sagen, wo setze ich meine Daten hin? Und ich glaube, in dem Moment, wo ein Land wie Deutschland oder Europa eine Garantie hat, auch mit festen, klaren Regeln, mit einer Fairness gegenüber den anderen, ist das ein Wettbewerbsvorteil. Und ich glaube, genau diese Chance müssen wir endlich aufgreifen und sagen, es ist ein besserer Platz unter Umständen hier als irgendwo, ich sag mal, in Columbus, Ohio. Eine Frage noch, die sich daran ja anschließt. Also wir haben Datenschutzbeauftragte, wir haben europäischen Datenschutzbeauftragte, die tagen auch. Die kommen ja schon gar nicht mehr hinterher bei der Fülle von Datenschutzverstößen. Wie kann man das praktisch handhabbar machen, dass bei der technischen Entwicklung, die rasend schnell ist, bei der Fülle von Verstößen, bei denen man gar nicht mehr hinterherkommt, der Datenschutz tatsächlich auf Augenhöhe stattfindet oder wenigstens halbwegs auf Augenhöhe? Wir haben übrigens sogar noch mehr. Wir haben auch eine Stiftung Datenschutz in Deutschland. Neuerdings ist jetzt etwas marginalisiert worden von der neuen Regierung, aber ist auch eine wichtige Institution, die zertifizieren soll, Anbieter zertifizieren soll, also Vertrauen schaffen soll. Hier wird mit den Daten vernünftig umgegangen. Ich meine, dass die Möglichkeiten von Anbietern zu verlangen, die eigenen Daten zu sehen und gegebenenfalls zu löschen, dass sie zunächst einmal rechtlich, zivilrechtlich gestärkt werden müssen. Das ist gegenwärtig möglich, nach den vielen allgemeinen Geschäftsbedingungen auch, aber dann bekommt man da 150 Seiten unsortiertes Zeug, müssen Sie mal machen, sich schicken lassen, was da über Sie gespeichert ist. Das ist nicht handhabbar, das ist hochbürokratisch, das kann man rechtlich einfacher gestalten. Und möglicherweise wird man auch die Aufgabengebiete der Datenschutzbeauftragten ausweiten und sie entsprechend weiter aufrüsten müssen. Aber ich meine, dass der erste Schritt der ist, beim Recht Klarheit zu schaffen, dass sie gar nicht zum Datenschutzbeauftragten gehen müssen, sondern dass sie zivilrechtlich in der Lage sind, etwas durchzusetzen. Das Recht ist gut, aber ich glaube, es geht darum, wie die Grammatik ist, mit der wir dieses Recht bekommen. Das ist sehr spannend, wenn man sich einfach international umschaut. Die Briten haben die Magna Carta, also da gibt es sozusagen relativ wenig Recht. In Deutschland wird jede Schraube in ihrer Steigung rechtlich, ja, in irgendeinem Absatz behandelt. Das sind unterschiedliche Arten. Ich glaube, die Herausforderung, die wir in den nächsten Jahren haben, ist, dass wir auch begreifen müssen, wir müssen über einen anderen Weg zu einer Auskristallisierung von Recht kommen. Der andere Weg heißt, dass wir eigentlich an der Schwelle stehen, das Menschenbild zu setzen. Das heißt, wir reagieren nicht auf technischen Fortschritt, der kommen wird, der ständig kommt, der in den nächsten Jahren kommen wird, wenn plötzlich Mikrosensoren da sind und immer wieder, ja, ist der rechtliche Apparat nicht da und dann hinken wir hinterher. Sondern ich glaube, wir brauchen eine sehr viel tiefere Debatte, die, und die betrifft genauso die Amerikaner wie die Chinesen wie die Europäer, die langfristig sagt, was ist eigentlich das Menschenbild, was wir in Zukunft haben wollen? Wie sieht das aus? Wo sind sozusagen die Freiheiten des Einzelnen? Wo sind die Benefits, die es zweifelsohne auch gibt, in dem Moment, wo man ganz viele Daten absaugt, wo man Data Mining macht? Das hat auch durchaus Vorteile. Also ich will das gar nicht ausbremsen. Aber das Ganze braucht eine Basis. Und ich glaube, diese Basis fehlt im Moment. Das heißt, wir reden von einem Recht auf einer Basis, wo der Mensch definiert wurde, anno, ich sag mal, 1948. Und merke nicht, dass wir unter Umständen an einigen Schrauben neu drehen müssen. Also ich würde das gern als Frage auffassen, dein Statement. Und dann würde ich antworten, das ist unsere objektive Wertordnung des Grundgesetzes. In unserer Verfassung steht drin, Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht drin, erstes Grundrecht, wichtigstes Grundrecht, die freie Entfaltung der Persönlichkeit und so weiter. Das sind für mich in Normen gegossen, kulturelle und Wertentscheidungen, aus denen sich auch etwas ergibt.
Wer die Würde des Menschen und seine persönliche Entfaltung, freie Entfaltung will, der kann nicht zulassen, dass das Private und das Öffentliche zusammenfallen. Ist ganz einfach. Das kann man nicht zulassen, denn nur in totalitären Gesellschaften fallen das Private und das Öffentliche zusammen. Also insofern, ich glaube, wenn man unser Grundgesetz ernst nimmt und es nicht nur betrachtet, das ist vielleicht das Neue, nicht ausschließlich betrachtet, nur dabei den Staat zu binden, also als Abwehrrecht gegen den Staat, sondern dass man, das muss ich sehr, sehr vorsichtig argumentieren als Liberaler, dass man auch einen gewissen Auftrag des Staates daran sieht, bei neuen Spielern wie Google dieses Grundrecht auch mittelbar gegenüber Privaten zur Anwendung zu bringen, damit aus dem Markt heraus nicht eine Grundrechtseinschränkung entstehen kann, dann meine ich, ist das eine sehr gehaltvolle Diskussion, die man darüber führen kann. Brauchen wir dafür neues Recht oder gibt es nicht eigentlich schon das Recht auf informationelle Selbstbestimmung? Das ist ja, übrigens das die Magna Carta. Ja genau, also genau. Gibt es nicht nur eher ein Handlungsdefizit als ein Erkenntnisdefizit? Ja, ein Handlungsdefizit beziehungsweise sogar falsches Handeln. Also ich will sie jetzt nicht nochmal behelligen mit der Vorratsdatenspeicherung, aber es gibt auch falsches Handeln. Nicht nur, dass zu wenig gehandelt wird, aber es gibt auch falsches Handeln. Was die NSA macht, ist ja im Grunde genommen nichts anderes als eine gigantische Vorratsdatenspeicherung. Ja, eben. Und die sehe ich kritisch. Ich glaube dennoch, dass es wahrscheinlich komplizierter ist. Ich versuche es mal an einem Beispiel klarzumachen. Wenn, ich nehme nochmal das Beispiel der kleinen Stadt in der Nähe von Groningen. Das muss aber kurz sein, denn es sollen noch zwei Fragen aus dem Publikum, drei Fragen zugelassen werden. Ich nehme trotzdem das Beispiel. Wenn wir hier alle sozusagen unsere Daten offenlegen vor dem Hintergrund, dass man mal versuchen möchte herauszufinden, wie bestimmte Krankheiten entstehen, ohne, und das ist wichtig, es dabei kommerziell unmittelbare Interessen gibt und das Ganze Transparenz abläuft, sind vielleicht viele einverstanden und sagen ja. Wenn dasselbe passiert, aber intransparent, kommerziell oder vielleicht sogar staatlich in irgendeiner Weise genutzt wird, sagen wir nein. Das heißt, für einen und denselben Schritt ist vielleicht die Motivation entscheidend. Und ich glaube, dass wir in den letzten Jahren ein Internet gesehen haben, eine digitale Entwicklung gesehen haben, die sehr stark geprägt war von dem rein ökonomischen, kommerziellen Aspekt. Das ist der Grund, warum Google und Facebook so reich geworden ist. Es gibt aber, glaube ich, auch eine zweite Möglichkeit, dass nämlich das Internet auch ein tolles Forum ist, bei dem Bürger sehr viel demokratischer miteinander umgehen können. Wenn ich mir heute anschaue, wie in Städten zum Beispiel Open Data, also offene Daten, die dazu führen, dass auch Städte sich besser organisieren können, dass Bürger sozusagen transparenter in Städten arbeiten können, dann ist das eine Riesenchance. Also ich bin da nicht so sicher. Ich glaube, das Motiv wird sehr viel stärker in die Waagschale kommen, als das, was man eigentlich macht. Ich schaue eben unauffällig auf die Uhr. Sie haben es gemerkt, bei Ranga Yogeshwar habe ich auf die Uhr geguckt. Und so, wie spät ist es? Sind Sie genügend aufgeheizt für Fragen? Kann man wohl sagen. Soll ich mal sagen, also allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 ist der Schutz der Privatheit verankert. Das gehört zur Menschenwürde, dass es einen Schutz der Privatheit gibt. Gibt es aber im Moment nicht. Ich könnte alles wissen wollen über Sie und vielleicht würde ich es dann auch irgendwann wissen, wenn ich mich an die NSA wendete. Können Sie übrigens auch tun. Versuchen Sie es mal. Es ist ganz interessant, was Sie für eine Antwort bringen. Es gibt den Freedom of Information Act. Können Sie danach amerikanischem Recht, können Sie sich an die NSA wenden und sagen, ich will wissen, was du von mir weißt. Kriegen keine Antwort. Oder eine Freundin, ja, geht gerade nicht. Server zusammengebrochen. Oder? Naja, aber so ähnlich. Natürlich nicht. Kleine Karikatur, aber versuchen wir es mal. Alle miteinander. Dann bricht der Server zusammen. Das ist das eine. Das andere ist, Sie haben eben Gerhard Baum, durch Zufall habe ich ihn dabei zitiert, der sagt, wir sind auf dem Wege zu einem Weltpolizeistaat, der sich über Recht und Gesetz hinwegsetzt. Neben all den Chancen, die Ranga Yogeshwar beschrieben hat, Open Source und dass die Menschen sich tatsächlich bei Open Data zusammenfinden können, gibt es das auch. So, jetzt aber Ihre Fragen. Ich habe eine Bitte, dass es wirklich eine Frage sein möge und kein Vortrag, so wie jetzt meiner. Sie verstehen? Sonst sage ich nämlich Schluss. Und dass Sie Ihren Namen nennen. Sie wissen ja, wer das ist. Sie wissen, wer das ist. Und dann geht's los. Ja? Nur Mut. Los. Sind doch aufgeheizt hier. Schön warm. Ja, da und da. Also wir fangen mal an. Da, da, da. Also da, da, da. Da, da, da. Danke. Gleich als Namen nennen, Frage stellen. Danke. Mein Name ist Daria Bronnig. Ich halte es auch ganz kurz. Vielleicht ein Thema, was noch nicht angesprochen wurde, was aber aktuell auch gerade diskutiert wird. Netzneutralität. Für und wieder, einfach so mal rein. Also ich könnte jetzt auch was, ich,
dazu denke, aber wir sollen ja kurz halten. Und eine Anhängfrage, wenn wir über Privatsphäre reden, wo wird das eigentlich ausgestrahlt, was hier die ganze Zeit gefilmt wird? Also, das war ja eine geschickte Frage für und wieder Netzneutralität. Also haben Sie noch eine Stunde Zeit, dann aber bitte kurz. So, wir sammeln vielleicht mal. Dann ging es so rüber. Ja, dann machen wir mal die drei und dann gibt es Antworten. Ja, okay. Ja. Tassilo Singer, mein Name. Ich habe eine ganz konkrete Frage. Und zwar, wenn Sie die ganze Zeit gegen Vorratsdatenspeicherung wettern, ja, und man dann das Ganze im Kontrast zur organisierten Kriminalität sieht, die im Wege von Datenkriminalität dann auf einzelne Datenstränge, auf Leute zurückgreift, Kreditkartenbetrug betreibt und so weiter, benötigt man technisch, zumindest um diese Leute zurückzuverfolgen und die Urheber herauszufinden, bestimmte Datensegmente, die gespeichert werden müssen, da man sonst den Urhebern nicht recht wird. Wie will man diesem Problem begegnen, wenn man die Vorratsdatenspeicherung vollständig ablehnt? An wen richtet sich die Frage? Ich denke mal an Herrn Lindner, da er am meisten über Vorratsdatenspeicherung gesprochen hat. Okay, da war noch jemand dahinter und dann kommen wir zu den Antworten. Da hinten, an Herrn Lindner. Ja, mein Name ist Maja Pfister. Die Veranstaltung heute Abend heißt ja Digitale Gesellschaft und es ist ja jetzt gerade zum Schluss auch angesprochen worden von Herrn Jugeschwar die Frage, was ist das Menschenbild in der digitalen Gesellschaft? Und ich glaube, zum Menschenbild gehört ganz stark ein auch für Liberale immer wieder interessantes Thema, die Frage der Selbstverantwortung. Und wir haben heute viel über Datenschutz geredet, aber wenig über Selbstdatenschutz. Und hierzu würde ich gerne die Meinung sowohl von Herrn Jugeschwar als auch von Christian Lindner hören. Ja, dann die drei machen wir jetzt mal und dann gucken wir mal, wie die Zeit aussieht. Es liegt an Ihnen. Willst du anfangen? Ich fange mit der letzten Frage an, Selbstverantwortung. Natürlich zu einem gewissen Grad Selbstverantwortung. Aber manche, ich weiß nicht, ob Sie das so interpretieren, gehen so weit zu sagen, okay, ich bin selber für den Schutz meiner Daten verantwortlich, also ich verschlüssele etc. Da bin ich ein Verfechter, der sagt, stopp, heute ist es so, dass diese digitalen Daten so ein fester Bestandteil einer gesellschaftlichen Infrastruktur sind, dass ich einfach erwarte, dass auch der Staat, das Land, in dem ich lebe, dafür sorgt, dass damit sauber umgegangen wird. So ähnlich wie ich trage auch keinen Revolver bei mir. Ja? Ich habe gelesen, gestern in den USA ist ein deutscher Austauschschüler erschossen worden. Das ist eine Kultur, die wir hier in Europa nicht haben. Also ich möchte nicht Revolver weder in Realita noch in digitaler Form bei mir tragen. Willst du noch was dazu? Nein, ich bin ganz deiner Meinung. Ich bin ein Heavy User. Ich bestelle bei diesen Online Standardsachen, jetzt keinen Namen nennen. Zalando? Und nee, ich bestell meine Socken über Amazon. Und also ich bin da intensiv dabei. Ich glaube auch, dass ich ein aufgeklärter Nutzer bin und trotzdem wissen die extrem viel über mich. Und ich will, dass jeder die wunderbaren Möglichkeiten der neuen Medien nutzen kann, ohne befürchten zu müssen, gegen den eigenen Willen transparent für Unternehmen oder gar seine Privatheit ganz verlustig zu werden. Und deshalb gibt es eine staatliche Aufgabe, jenseits des Selbstdatenschutzes, jenseits der Mündigkeit, dass der Staat draufschaut. Selbstdatenschutz versteht sich von selbst, dass man nicht jedes Bild, jeden Schnappschuss aus dem Urlaub bei Facebook allen zugänglich macht. Das ja. Man muss auch nicht jede Frage beantworten, die einem im Internet von Anbietern gestellt wird. Warum muss man, wenn ich was bestelle, noch den Geburtstag angeben? Verrückt, das zu machen. Aber es gibt eben Grenzen, wo man sich selber nicht mehr schützen kann. Und da brauchen wir den Rechtsstaat. Ich will vielleicht nur ein kleiner Seitenkommentar. Ich verstehe das, dass du mit deinem Terminkalender deine Socken bei Amazon bestellst. Ich bin Luxemburger. Der Sitz von Amazon ist in Luxemburg, zwei Straßen weiter, wo meine Großmutter wohnte. Das ist auch schön, aber was ich bedauerlich finde, ist, dass die nicht Steuern in Deutschland zahlen. Und das ist etwas, wo ich auch sage, Freiheit heißt nicht entlassen aus einem Stück aktiv sich in der Gesellschaft auch involvieren. Und was wir im Moment erleben, das darf ich nur sagen, ist, da machen wir uns kein Bild davon, dass diese digitale Gesellschaft zu einer nicht nur Veränderung von Märkten führt, Beispiel Amazon, ja, der gesamte Buchmarkt, E-Books, ja, da erleben wir nichts hier. Es führt zu einer Veränderung zum Beispiel der Topologie unserer Städte.
Unsere Innenstädte, die Buchhandlungen verschwinden und demnächst verschwinden noch andere Geschäfte. Also das ist ein Seitenstrang, aber ich sage, auch da muss man sagen, digital heißt nicht, ich stelle mich raus. Ihr Lieben, aber nicht über die Socken, weil wir noch zur Vorratsdatenspeicherung kommen müssen. Zur Netzneutralität. Eine Nebenbemerkung zur Nebenbemerkung machen, weil das etwas unglaublich Wichtiges ist, was du gerade angesprochen hast. Die Frage der Steuerzahlungen von Konzernen wie Amazon, aber auch von Starbucks, IKEA, also großen international agierenden Unternehmen, die hier unsere Infrastruktur nutzen, die hier zu Ihnen wollen, die unseren Markt wollen und die trotzdem keine Steuern zahlen, weil es ins Ausland abfließt. Nebenbemerkung zu Nebenbemerkung. Die Lösung habe ich aber dafür. Die Lösung ist das Entscheidende. Jetzt, ja. Ja. Können Sie eine Agenturmeldung draus machen? Ja. Schreiben Sie mal was über die FDP wieder im Tagesspiegel. Ja? Ja. Die Lösung, ich meine, dass diese ganzen Lizenzgebühren, darüber verschieben die ja das Geld, die müssten im Steuerrecht mit berücksichtigt werden. In der Bemessungsgrundlage gibt es Vorschläge für. Ich frage mich, warum unternimmt die Bundesregierung in der Frage nicht? Die Alte hätte es schon machen müssen. Aber spätestens jetzt die große Koalition, mit den großen Worten, die die SPD immer spuckt. Ich glaube, man kann genau an der Stelle sehen, wie toll auch die digitale Gesellschaft funktioniert. Es gibt viele dieser großen Unternehmen, die bis dato immer total intransparent waren. Man wusste nicht, wann, wo, wie. Das Spannende ist, ich kann jedem empfehlen, Open Corporates Website, wo man einfach mal hingeht und genau guckt, wo hat welches Unternehmen einen Zweitsitz, einen Drittsitz, einen Subsidiary. Die haben das Beispiel bei Goldman Sachs gemacht. Ich wusste bis dahin nicht, dass es in Luxemburg 79 und in den Cayman Islands 230 Subfirmen gibt. Das ist nämlich das andere Schöne, dass sozusagen diese Transparenz, die wir von den Großen fordern, durch das Netz, durch die Hintertür möglicherweise auch kommt. Also wir haben dadurch auch eine Möglichkeit als Bürger sehr viel stärker auch da einzugreifen. So, ich bin unschuldig. Wir kommen zu nicht mehr als drei Fragen, sage ich Ihnen. Vorratsdatenspeicherung, Netzneutralität, für und wieder. Vielleicht mag einer das für, der andere das wieder. Oder also bei der Vorratsdatenspeicherung bin ich gegen die anlasslose Vorratsdatenspeicherung, wo wir alle pauschal unter einen Verdacht gestellt werden. Wenn es einen Anlass, einen Verdacht gibt, muss man selbstverständlich die Daten speichern und dem nachgehen. Da gibt es auch Vorschläge, man nennt das ein Quick-Freeze-Verfahren, das wir in der Bundesregierung eingeführt haben, was aus meiner Sicht auch der aktuellen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs entsprechen würde. Das wäre möglich, das wäre auch mit dem Bundesverfassungsgericht zu machen. Sehr guter Gesetzentwurf, der geht den Sicherheitspolitikern nicht weit genug, weil die wollen lieber total alles haben. Und das halte ich für unverhältnismäßig. Netzneutralität, ich habe vor einiger Zeit abends bei RTL 2 so eine Sendung gesehen. Nicht, was Sie jetzt denken. Ja. Nicht, was Sie jetzt denken. So eine Reportage, und da wurde berichtet, dass man sich in Moskau für das eigene Auto ein Blaulicht kaufen kann. Und dann fährt jemand am Stau mit seinem BMW, privaten BMW, mit dem gekauften Blaulicht vorbei. Warum erzähle ich das? Das empfinden wir als für unsere Verhältnisse inakzeptabel natürlich. Jemand, der Geld hat, ist schneller unterwegs, fährt am Stau vorbei. Aber das ist genau die Frage der Netzneutralität eben. Haben wir im Internet beim Zugang zu den neuen Meinungsforen und Marktplätzen im Online-Bereich alle den gleichen Zugang? Oder gibt es ein paar, die mit Blaulicht am Stau vorbeifahren? Ja, und zwar nicht als Polizei, als Feuerwehr, als Rettungswagen. Und deshalb ist meine Antwort, Netzneutralität ist eine der wichtigen ordnungspolitischen Fragen in der digitalen Ökonomie und deshalb muss es im Prinzip Netzneutralität geben. Ich sage deshalb im Prinzip, weil wenn eine Operation in der Telemedizin übertragen wird, per Livestream wird der Arzt aus dem Ausland damit reingeschaltet, da kann ich mir vorstellen, dass wir da gewisse Vorrangrechte einräumen, aber sonst muss im Prinzip mein Datenpaket genauso schnell wie Ihr Datenpaket durchgeleitet werden. Das macht eben die ordnungspolitische Frage im Netz aus. Sowohl Netzneutralität wie auch Vorratsdatenspeicherung haben aus meiner Sicht
nicht eine Ja-Nein-Frage, sondern eine Motivationsfrage. Was ist das Motiv? Wir reden im Moment von Vorratsdatenspeicherung und wir meinen ein bisschen Handy-Metadaten. Wenn wir in 10 Jahren davon reden, dass wir, bedingt dadurch, dass es jede Menge Sensoren gibt, unsere medizinischen Daten zum Beispiel auf Vorrat speichern, weil man anhand von bestimmten Kurven feststellt, ob man jetzt kurz vor einem Herzinfarkt steht, ja oder nein, dann möchte ich unter Umständen eine Vorratsdatenspeicherung haben, wenn das Motiv dazu da ist, mir zu helfen. Ich glaube, was wir viel stärker gucken müssen, ist zu entkoppeln das Motiv von einer technologischen Basis. Es gibt gewisse Dinge, die sind mit einem Motiv legitim und mit dem anderen nicht okay. Und ich glaube, wir müssen uns sehr viel stärker, weil dadurch kommt man auch schneller weiter, darauf fokussieren zu sagen, was sind Motive, die die Persönlichkeit im digitalen Zeitalter formieren, die wir zulassen wollen, und welche Motive lehnen wir grundsätzlich ab. Darf ich einen Satz dazu fragen? Weil es ist ein ganz spannender Punkt, der uns in der Debatte auch weiterbringt, muss man weiterverfolgen über den Tag hinaus heute. Um bei dem Beispiel Sammlung medizinischer Daten individuell zu bleiben, die ausgewertet werden. Einverstanden. Das Motiv teile ich. Was aber, wenn die Daten, wenn sie mal da sind, in andere Hände kommen? Zum Beispiel in die Hände von einer Krankenversicherung, die dann sagt, naja, also da ändern wir aber jetzt die Prämie, den wollen wir so nicht mehr. Und da sehe ich das Problem, dass wenn Daten gesammelt werden, sich das Motiv verändern kann, wie man darauf zugreift. Und ich würde gerne meine medizinischen Daten sammeln, auswerten, wenn das entsprechend technisch möglich ist, aber ich möchte dann auch den Zugriff darauf behalten. Das muss ja nicht jemand Fremdes sein. Aber das kann eben genau bedeuten, dass man aus kommerziellen oder ökonomischen Zwecken das Motiv ablehnt und sagt, dafür gibt es keine, aber für Private oder für den Arzt ja. Also insofern muss man da differenzieren. Ich glaube, wenn man Daten hat, heißt es noch lange nicht, dass jeder darauf Zugriff hat. Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir natürlich lösen müssen. So, tut mir leid, ich bin der Spielverderber. Die sind nicht schuld, ich bin schuld. Jetzt ist Schluss. Bitte, ja, aber Netzneutralität ist beantwortet. Die Kamera, warum läuft diese wunderbare Kamera auf einem Schlitten hin und her? Wer kann uns das beantworten? Wer sagt das da hinten? Ja, einen wunderschönen guten Abend, Peter Baumgärtner, Virtuelle Akademie. Auch dort finden Sie die Aufnahmen und den Livestream, also Virtuelle Akademie der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Wir machen hier einen Livestream und übertragen das Ganze nach Gummersbach. In unser Online-Seminar, das noch die nächsten 2 Wochen läuft und bei dem Sie gerne teilnehmen können. Und warum schiebt die Kamera immer so hin und her? Dass man eine Fahrtbewegung hat, einen Slide, einen sogenannten. Ja, so jetzt nochmal zurück. Ich bin der Schuldige, machen Sie nicht die beiden verantwortlich. Wir müssen leider zum Ende kommen, denn alles hat ein Ende, leider, leider. Und die zwei müssen auch weiter. Also Christian Lindner muss wahrscheinlich versuchen, wieder nach... Aber zu einem anderen Termin. Wie auch immer, ich weiß es nicht, ich habe noch nicht geguckt, weder bei Twitter noch bei Facebook, was die beiden gemacht haben da und was sie noch machen werden. Ganz kurz noch zu dem Herrn, gucken Sie mal bei der Max-Planck-Gesellschaft, die haben eine Studie gemacht zur Vorratsdatenspeicherung, was die zur Aufklärung von Verbrechen beigetragen hat. Meine Erinnerung trügt nicht ganz, aber es ist 0,0x% und das ist verschwindend gering, würde ich mal sagen. Das ist dann, was ist nicht notwendigerweise, sage ich jetzt mal zwingend logisch, mathematische Aussagenlogik, ein Argument für die Vorratsdatenspeicherung. Das aber nur am Rande. Jetzt wollte ich dem Ranga Yogeshwar noch einen Gefallen tun. Er hat ja vorhin diese, hochgehalten. Ich sage Ihnen nochmal, es geht darum, dass jeder Bürger seine Passivität abstreifen und die Sprache des 21. Jahrhunderts lernen soll und kann. In Amerika haben es 30 Millionen versucht, 1 Stunde Schnupperkurs. 500.000 sind dabei geblieben. Jeder kann es, sogar ich, möglicherweise. Und ich bin wirklich ein Idiot. So, mit diesen Worten wünsche ich Ihnen einen wundervollen Abend und kommen Sie bald wieder.